Bon, si on est ici à Belalp, ce n'est pas que pour regarder le paysage, c'est aussi pour découvrir un chemin des sculptures qui s'appelle le Skulpturenweg, et le début du chemin, c'est juste par là. Jetzt überholt. So. Hier haben wir jetzt so einen ersten Marker. Der kehrt zur permanenten Ausstellung wissenschaftlich Ice Age, Eiszeit. Und es heisst, dass im Jahr 1923 der Aletsch Gletscher 40 Meter an Höhe verloren hat, seit der kleinen Eiszeit. Hey Leonie, faut venir, faut pédaler maintenant. Il y a encore une autre marque alors, un scientifique. Ja. Bon, on se pose un petit moment. Vous parlez de la disparition sous forme scientifique. Pourquoi amener aussi cette disparition sous forme artistique? Es gibt einen wissenschaftlichen Teil von dem Weg mit den Markern, die zeigen, wie schnell das der Gletscher verschwindet. Aber zum dem Ganzen auch wirklich Wichtigkeit geben und uns zurückgeben, ist die Kunst ins Gut. Das heisst, die Artisten, die Künstler, können mit ihren Werken das Publikum sensibilisieren für den Rückgang des Gletschers und den Klimawandel. C'est un vrai problème, ce retrait, cette disparition du glacier. Das ist ein grosses Problem in der nächsten Zeit, ja. Est-ce que vous avez été surpris des résultats, de ce que vous avez reçu comme proposition d'œuvre de la part des artistes? Ja, sehr. Wir waren sehr positiv überrascht über das Interesse und über die tolle Eingabe. Und 11 Künstler oder Künstlerkollektiv stellen jetzt hier uns. Quelle œuvre vous a surpris? Der Benni Ossen mit dem Ofen, die Skulptur, die man heizen kann, die man Feuer machen kann, die das Klima noch richtig anheizen. Oder dann auch der Torbogen von der Leonie von Roten, der eine Kombination ist zwischen Skulptur und Musik. Oh, on aperçoit la sculpture de Josette Aramarca. On va s'arrêter un petit coup là. Genau. C'est un petit clin d'œil à Josette Aramarca, l'artiste qu'on avait rencontrée chez elle à Fuy, quand elle était en pleine préparation justement de sa sculpture fondante. Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec cette sculpture? Mein Thema ist das Gletschertor. Und das Gletschertor ist auch wissenschaftlich gesehen genau dort, wo das Schmelzwasser am Schluss ist, Gletscher rauskommt und der Bach anfährt. Ich habe jetzt das Gletschertor hier auch gezogen, dass wir mal die Möglichkeit haben, euch das Gletschertor zu erfahren. C'est une thématique qui vous touche, la disparition du glacier? Ja. Vous êtes de la région, hein? De Nevers. Ja, genau. Ich bin hier aufgewachsen und ich bin früher, sind wir immer auf Belalp gekommen als Kind. Und es war immer unglaublich überwältigend, das Panorama mit dem Gletscher. Und der Gletscher ist viel, viel weiter gegangen. Vous avez travaillé avec un musicien? Il est là? Hallo! Im Jonas Ruppen, der Musik studiert in Luzern, habe ich zusammen geschafft. Ich hatte die Idee für die Form, also für die Farbe und so weiter. Und ich wollte ein Element wählen, das die Gletschergeräusche, die Schmelzgeräusche hier auch bringt. Dass wenn man in das Gletschertor tritt, quasi in Komposition, eine Mischung von Tönen, von Schiebegeräusch, von Schmelzgeräusch wird in Gang gesetzt. Und dann hat man das Gefühl, wie wenn man unten wäre. C'est effrayant. Ja, das soll es sein. Oui. Ja, dass man das auch spürt. On sent presque les vibrations. Genau. C'est incroyable parce que en fait c'est effrayant à un moment donné, puis ensuite quand on entend l'eau qui coule, ça devient rassurant, puis ça devrait être exactement le contraire. Das, was man als friedlich empfindet, ja, das Wasser, was schmilzt und die Tropfen und so, ist eigentlich das, was ich ja total Angst machen muss, dass der Gletscher schmilzt ständig. Die gewaltigen Töne vom Eis, was sich bewegt, sind eigentlich die richtigen, schönen Töne, die einem nicht selten Angst machen. Les couleurs, elles font référence au glacier aussi directement? Die Farbe handelt natürlich vom Gletscher. Dann die ganzen Schichten vom Gletscher, die vielen verschiedenen Zeiten und was sich ergibt, das Eis, natürlich die Steine von der Umgebung, der Himmel, die Wolken. En tout cas, moi, je conseille vivement aux gens de venir faire au moins cette petite expérience, donc de faire tout le Skulpturenweg, et c'est jusqu'à mi-octobre, si jamais. Je dis aux gens de venir, hein. Faut faire l'expérience. Ja, klar, auf jeden Fall kommen die Kollegen. Pour les sculptures et pour le paysage. Genau, es ist so ein schöner Ort. Oui. Mercredi prochain, on fait nos courses dans un magasin éphémère, une sorte de vitrine pour artistes du terroir. Pour plus d'événements, consultez votre agenda culturel sur culturevalais.ch.